HR IT Talk, der Podcast für Personaler und SAP-Spezialisten. Mit Fallbeispielen, Best Practices und technischem Expertenwissen. Direkt von den Fachleuten von Projekt 0708 aus München. Im Zuge der Digitalisierung und der Diskussion über künstliche Intelligenz, kurz KI oder neudeutsch AI genannt, wird auch erörtert, ob und wie KI im Personalwesen im Allgemeinen und in der Personalauswahl im Speziellen genutzt werden kann. Recruiter schreiben dieser neuen Technologie zwar eine hohe Relevanz zu, doch bislang hat erst jeder 10. Recruiter solche Systeme genutzt, wie Studien zeigen. Mit Ralf Dennis, Managing Director DACH bei TechKernel, spreche ich in dieser Folge darüber, wie sich Prozesse in der Personalbeschaffung mittels der semantischen Recruiting-Technologien von TechKernel signifikant beschleunigen lassen. Damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von HRIT Talk. Mein Name ist Michael Schäffler. Zuerst einmal danke fürs Kommen, Ralf. Wir zeichnen die heutige Podcast-Episode ja in unserer Hauptniederlassung in München auf. Du sitzt in Düsseldorf, soweit ich weiß, wobei TechKernel selbst, das Unternehmen, für das du tätig bist, eigentlich aus den Niederlanden bzw. aus Amsterdam stammt. Kannst du unseren Hörerinnen und Hörern bitte zu Beginn erzählen, wie dein beruflicher Werdegang war und wie du zu TechKernel gekommen bist? Ja, hallo Michael, sehr gerne, vielen Dank. Erstmal danke, dass ich hier heute dabei sein darf. Absolut richtig, TechKernel kommt aus Amsterdam, gegründet 2001. Ich selber, richtig, sitze in Düsseldorf, bin verantwortlich für die DACH-Region, also Deutschland, Österreich, Schweiz und so ein bisschen der Thought Leader in dem Bereich Corporate Recruiting, weil wir ja drei Geschäftsbereiche haben, Personaldienstleistung, Corporates und Technologieanbieter. Und ein bisschen aufgrund meiner Historie kümmere ich mich im Schwerpunkt um das Thema Corporates. Wie gesagt, mein Werdegang, ja, ich bin seit 1998 in dem HR- und IT-Business tätig, lange Zeit, traue es mich fast gar nicht zu sagen. Angefangen ganz klassisch, also nicht klassisch, sondern tatsächlich in dem Bereich Personaleinsatzplanung, Zeiterfassung, erste Bewerbermanagementsysteme. Bin dann gewechselt in die SAP in der Schweiz, war dort 4 Jahre tätig, zu der Zeit, als sich SAP sehr verstärkt mit dem Thema Portaltechnologie und Self-Services auseinandergesetzt hat. Und der erste relevante Content dann für solche Portalanwendungen waren HR-Informationen, daher die Brücke. Bin dann gewechselt in die Beratung, war lange in dem Bereich Talent Management bzw. in der Talent Management Beratung der Promerit, inzwischen eine Mercer-Tochter, tätig. Und bin inzwischen bei TechKernel gelandet, weil ich die Technologien absolut spannend und zukunftsweisend fand und sich das auch wiederum sehr, sehr gut mit meinem Hintergrund rund um das Thema HR-Prozesse, Talentmanagement und natürlich Recruiting verbinden lässt und bin da seit gut 4 Jahren. Und freue mich sehr, heute hier zu sein und über unsere Partnerschaft zu berichten. Also auch ich traue es mich kaum zu sagen, aber ebenfalls in 98 gestartet im SAP-zeitwirtschaftlichen Umfeld. Da haben wir ein paar Parallelen. Gut, lass uns zu TechKernel kommen. Kannst du uns noch ein bisschen mehr zu dem Unternehmen sagen? Was genau bietet ihr an? Was macht ihr? Ich habe zum Beispiel gelesen, ihr seid ursprünglich aus einem Forschungsprojekt an verschiedenen Universitäten in den Niederlanden hervorgegangen. Ist das korrekt? Absolut. Also TechKernel ist tatsächlich ein R&D-Spin-off aus dem Universitätsumfeld. Gegründet 2001, hat sich zu dem Zeitpunkt im Schwerpunkt damit beschäftigt, maschinell Texte zu erkennen in verschiedensten Bereichen. Ich weiß tatsächlich, nicht nur Anekdote, sondern das ist so, dass der erste große Auftrag von der holländischen Post war, maschinell Briefe zu lesen, in dem Fall Adressen zu lesen im Postverteilungszentrum. Und das ist jetzt tatsächlich die Anekdote. Soweit die Anekdote sagt, läuft die Software heute noch. Kann es ja nicht so schlecht gewesen. Absolut, so. Und das hat sich dann weiterentwickelt. Und ich würde sagen, seit gut 10 Jahren beschäftigen wir uns tatsächlich im Schwerpunkt nur noch mit dem Erkennen und Verstehen von, ich nenne es jetzt mal erweiterten Sinne, HR-Daten, im Schwerpunkt da Personendaten und Jobdaten. Daher auch unser Claim Machine Intelligence for People and Jobs.
People and Jobs ist ein gutes Stichwort. Ich habe auf eurer Website gesehen, dass ihr ein international führender Anbieter in Sachen KI, Machine Learning und semantische Suchtechnologien genau mit diesem Schwerpunkt seid. Kannst du uns das bitte genauer erklären und vielleicht auch auf den Punkt bringen, welchen Mehrwert liefern eure Lösungen? Ich glaube, der Mehrwert unserer Technologie basiert tatsächlich darauf, dass wir ziemlich gut darin sind, unstrukturierte Daten, wie sie ganz typischerweise in einer Bewerbung bzw. in einem Lebenslauf vorkommen, zu analysieren, zu verstehen im wahrsten Sinne des Wortes. Also was ist der Kontext in dieser Bewerbung? Dann zu klassifizieren, klassifizieren im Sinne von, was ist eine Kontaktinformation, was ist ein Jobtitel und damit eine eventuelle Berufserfahrung, was ist eine Ausbildung, was ist ein Skill, was ist eine Kompetenz. Und das im Grunde genommen machen wir eben für Personendaten und für Jobdaten, ganz klassisch die Stellenausschreibung oder aber auch eine Stellenanforderung in einem HR-System oder auch letztendlich ein Scribble in irgendeiner Form rund um das Thema Jobs und diese miteinander vergleichbar zu machen. Und den Mehrwert vielleicht einfach mal ganz klassisch anhand eines typischen Recruiting-Prozesses skizziert, würde ich sehen im Sinne, was passiert normalerweise, der Hiring-Manager oder die Personalabteilung gibt eine Stelle frei. Ganz klassisch wird dann die Stelle im Recruiting-System angelegt. Eine neue Requisition wird angelegt und der erste Schritt an der Stelle wäre zum Beispiel zu sagen, Mensch, bevor ich jetzt poste, Jobs an ein Jobboard übergebe, will ich doch erstmal schauen, habe ich vielleicht in meinem Talentpool oder in meiner Kandidatendatenbank bereits einen Kandidaten, der auf diese Stelle passt. Um somit Kosten zu sparen, aber auch Zeit zu sparen. Und wahrscheinlich habe ich sogar schon einen qualifizierten Kandidaten, weil wenn er in meiner Datenbank ist, habe ich im Zweifel schon mit ihm gesprochen. Also der erste Schritt sofort, mehr oder weniger nach Freigabe der Stelle, gibt es einen Kandidaten, klassischer Match. Sollte das nicht der Fall sein, natürlich, was mache ich als nächstes? Ausschreiben. So, und dann ist die nächste Frage, wie kann ich jetzt einen Kandidaten oder wie kann ich es für einen Kandidaten attraktiv machen, sich bei mir zu bewerben? Die höchsten Drop-off-Raten des Prozesses haben wir und sind, denke ich, auch allgemein bekannt in dem Moment, wo der Kandidat einen mühsamen Registrierungsprozess am System hat. Also das Thema Quick oder Easy oder One-Click-Apply ist ein Riesenthema. Da kommen wir sicher gleich nochmal drauf, genau. Aufgrund unserer Kooperation. Also das wäre der nächste Schritt. Wenn dann die Daten in das System kommen, will ich als Recruiter natürlich sehr gerne, dass alle Daten sinnvoll sortiert sind nach Relevanz. Welcher Kandidat ist nicht der beste Kandidat, weil das kann KI heute noch nicht leisten, aber passt am besten an die Anforderungen. Klassisches Ranking, also Vorsortierung, Shortlisting automatisiert. Nächster Schritt wäre natürlich auch dann zu überlegen, fein, jetzt habe ich eine Anzahl Kandidaten, auch da stelle ich entweder schon im Prozess fest, da sind ein paar tolle Kandidaten, aber leider nicht für die Stelle. Habe ich vielleicht eine Alternativstelle für diese Kandidaten, weil es wäre schade, die an den Markt im schlimmsten Fall an den Wettbewerb zu verlieren. Ja. Wenn ich den Prozess weitergehe, komme ich klassisch in die Shortlisting-Situation, wo zum Schluss drei Kandidaten im Hiring Manager vorgestellt sind. Alle Top-Kandidaten würden alle zu unserem Unternehmen passen, aber nur einer kann genommen werden. Auch da wieder die Frage, gibt es Alternativen? Und last but not least, und ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiges Thema, um Daten und das Asset einer Talentpool-Datenbank tatsächlich erheben zu können, ist die Frage, wie kann ich automatisch benachrichtigt werden, wenn eine Person mit bestimmten Skills, also ein kritisches Profil sozusagen, irgendwo im Unternehmen aufpoppt. Ja, es bewirbt sich jemand tatsächlich für eine völlig falsche Stelle, weil er irgendwas falsch interpretiert hat. Aber die von uns definierten drei Kernkriterien, ein besonderer Skill, Erfahrung mit einem bestimmten Marktbegleiter, irgendwelche anderen innovativen Themen, wenn die in der Bewerbung vorhanden sind, muss sofort ein automatischer Alert losgehen und dem Recruiter Bescheid sagen, Achtung, da ist ein Kandidat, der darf auf keinen Fall verloren gehen. Mhm. Und das wären so klassische Szenarien, wo das Thema Semantik, also Verstehen von Inhalten und dann automatisches Alerting oder automatische Sortierung greift. Und ich denke, das ist unsere große Stärke. Darf ich da bitte nochmal kurz einhaken?
Was genau bedeutet für dich eigentlich künstliche Intelligenz? Kannst du uns einen konkreten Anwendungsfall am Beispiel der Software von TextKön nennen? Ich glaube, das ist, ja, kann ich, und gleichzeitig muss ich sagen, das ist gar nicht so einfach, weil es ein sehr komplexer Themenbereich ist. Am Ende würde ich jetzt vielleicht nochmal einen Schritt zurückgehen und sagen, wo kann künstliche Intelligenz heute helfen und was ist die Aufgabe? Aus unserem Verständnis heraus kann künstliche Intelligenz einen großen Mehrwert liefern, wenn es darum geht, immer wiederkehrende Aufgaben zu automatisieren. Jetzt ist die Frage, was ist künstliche Intelligenz? Am Ende ist es der Versuch einer Maschine oder Software, menschenähnliches Verhalten beizubringen, im Sinne von zu verstehen, was sind die Informationen und zum Beispiel vorzusortieren oder selbstständig zu agieren. Ganz wichtig dabei aus unserem Verständnis, es geht hier nicht um Interpretation oder um Annahmen, sondern einfach festzustellen, am Ende immer noch sehr einfach Ja, Nein, aber das Ja, Nein eben nicht an zwei Kernbegriffen, sondern am Kontext festzumachen. Klassisches Szenario ist, wir haben es eben gesprochen, das Thema Sortierung. Also wie hoch ist die Übereinstimmung nach Anforderungen und Inhalt, um dann zu sagen, höchste Übereinstimmung zum Beispiel nach oben, niedrigste Übereinstimmung nach unten. Entscheidungen treffen muss nach wie vor der Mensch. Die künstliche Intelligenz kann also sehr schnell, sehr effizient und sehr akkurat eine Vielzahl von Informationen in eine sinnvolle Reihenfolge bringen. Viel schneller am Ende als der Mensch. Aber es braucht immer noch den Menschen, den Recruiter, der diese Informationen interpretiert. Absolut. Ich bin auch nicht der Meinung, dass die künstliche Intelligenz dem Menschen die Arbeit wegnimmt. Natürlich, wenn wir erfahren, dass sich eine Menge Profile ändern, ja, aber tatsächlich wegnimmt, ist vielleicht tatsächlich auch eine philosophische Frage, was das heißt, aber die Rollenprofile werden sich natürlich ändern. Übrigens haben sich das immer geändert, wenn neue Technologien an den Markt kamen, waren bestimmte Rollen und bestimmte Verantwortlichkeiten aus einer bestimmten Situation heraus nicht mehr gefragt. Mhm. Dafür sind neue Opportunitäten geschaffen worden. Mhm. Ja, spannender Punkt, den du hier ansprichst. Was denkst du denn? Wie muss sich denn die Rolle bzw. das Profil eines Recruiters weiterentwickeln, sodass er vor dem Hintergrund künstliche Intelligenz bestehen kann? Ja, ich glaube, die Tools mal außen vor gelassen. Ich glaube tatsächlich, aber das vielleicht auch ein bisschen ein Steckenpferd von mir persönlich, dass sich die Rolle des Recruiters immer mehr in die Rolle eines Vertrieblers verändern wird, im Sinne von des Positionieren und Verkaufen des Unternehmens und der Stellen gegenüber den potenziellen Kandidaten. Das heißt, es geht viel mehr um die Interaktion, um das Einbringen der Erfahrung, wie befindet sich der Kandidat gerade im Prozess, wie empfänglich ist er für Veränderungen, wie gut passt er zum Unternehmen. Das ist, denke ich, die Verantwortung des Recruiters in der Zukunft und eben nicht das reine Analysieren von strukturierten Daten, um daraus, ich sag's mal ein bisschen platt, einen A-, B- und C-Stapel zu machen. Da kann Technologie massiv unterstützen und vor allem auch sehr schneller und sehr viel neutraler agieren. Also mehr persönliche Interaktion mit dem Kandidaten. Das, glaube ich, ist eindeutig das Thema und ist auch die Erwartungshaltung der, ich will jetzt keiner Generation Klassifizierung vornehmen, aber der neuen Generationen. Also es ist die Erwartungshaltung, ich habe hier einen spannenden Job, sag mir, warum ich den nehmen sollte und warum das passend für mich sein kann. Und welche Tools muss denn der Recruiter beherrschen, um das, wie du sagst, besser verkaufen zu können? Ich glaube, es geht gar nicht um das Beherrschen von Tools. Ich glaube, die Frage ist tatsächlich, die richtige Kombination zu nehmen aus, wie kann ich mich Technik unterstützen, im Sinne von, wie kann ich klassische Suchtechnologie einsetzen. Am Ende, wenn man es auf den privaten Bereich überträgt, jeder ist heute in der Lage, Google zu nutzen. Warum soll eine klassische Suche nach einem Kandidatenprofil komplizierter sein, wie der Einsatz von Suchtechnologie, wie ich in dem privaten Umfeld gewohnt bin? Am Ende geht es darum, mir die Technik zunutze zu machen. Ich glaube nicht, dass ich mich mit neuen Technologien technisch auseinandersetzen muss, sondern ich muss eher offen sein, mir mit diesen Technologien zu arbeiten. Ein schönes Beispiel für mich ist die Nutzung eines Navigationssystems im Auto.
Das funktioniert immer dann und ich habe immer eine hohe, wie soll ich sagen, Akzeptanz, wenn ich irgendwo hinfahre, was mir unbekannt ist. Die Akzeptanz aber auch anzunehmen in einem mir bekannten Umfeld. Klassisches Beispiel, von der Arbeit zurück nach Hause fahre ich eventuell seit 5 Jahren. Ich glaube, ich kenne den schnellsten und besten Weg. Vielleicht hat die Technologie heutzutage aber schon Informationen, die mir in dem Falle nicht bekannt sind. Schönes Beispiel, auch wenn ich keine Werbung machen will, ist Google Maps weiß, wie viele Autos, in Anführungsstrichen Handys, gerade irgendwo stehen und kann deswegen sagen, kurzfristig bitte rechts abbiegen. Das sind Geschwindigkeiten und Informationen, die wir tatsächlich als Menschen nur erfahren, wenn wir selber in der Schlange stehen. Du hast gerade Google erwähnt. Das ist eigentlich das Beispiel zum Thema semantische Suchtechnologie. Kannst du anhand der Google-Suche das nochmal etwas näher erläutern, bitte? Ja, absolut. Ich denke, Semantik ist ja an der Stelle das Thema, ich habe es eben schon mal gesagt, zu versuchen, nicht nur ein einzelnes Wort, sondern den Kontext zu erfassen. Und auch da muss ich wieder das Beispiel moderner Suchmaschinen im Internet, in dem Falle gibt es auch andere, aber bleiben wir bei Google, sagen, wenn ich einen Suchbegriff eingebe, das Erste, was ich sehe, und ich habe mich eventuell verschrieben, ist das Erste, was Google mich fragt, meinten Sie? Oder kennt jeder. Oder sogar Google sagt mir, das, was du jetzt siehst, bezieht sich auf diesen Begriff, weil es übersetzt hast. Also der erste Schritt in der Semantik ist sozusagen zu verstehen, was man schreibt. Ja, ganz klassische Informationen haben wir in jedem Software-System schon gefunden. Ich habe einen Tippfehler gehabt und bekomme 0 Ergebnisse. Ich habe anstatt groß, klein geschrieben, bekomme 0 Ergebnisse. Das ist ein klassisches Beispiel, wo Semantik hilft, die Übersetzung. Der nächste Schritt, denke ich, ist dann natürlich auch das Thema der Sortierung, auch das kennen wir alle von Google. Ich gebe einen Begriff ein und Google fragt mich, in welchem Kontext steht dieser Begriff. Wunderbares Beispiel, ich kann Java eingeben. Ist es eine Volltextinformation? Dann könnte auch die Insel gemeint sein. Ist es ein IT-Skill? Dann habe ich es schon einbezogen. Oder ist es Teil eines Jobtitels? Also auch da die Sortierung, in welchem Kontext soll der Begriff, den ich eingebe, verwendet werden. Genau, den Effekt kennt man. Ich gebe etwas ein in der Suche und ein Pop-up kommt hoch mit den entsprechenden Treffern. Und der dritte Begriff der dritte Kernpunkt der Semantik in unserem Verständnis ist, und ich denke, das ist extrem hilfreich, ist die Sprachbarriere zwischen Personen zu schließen. Ganz klassisch habe ich das in meinen Lebenslauf geschrieben, was der Recruiter finden will und hat der Recruiter in der Stellenausschreibung das tatsächlich so drinstehen, was ich mitbringe. Was wir machen ist, wir reichern Begriffe mit sogenannten Synonymen an. Aufgrund der langjährigen Erfahrung haben wir im Kontext immer wieder Begriffe gesehen, die miteinander verbunden werden. Java und J2EE zum Beispiel. Auch da wieder ganz klassisch, wenn ich heute nur Java eingebe, sucht die Maschine nur nach Java. Wenn ich eine semantische Suche habe, schlägt mir die Suchmaschine vor, ich habe zwar Java eingegeben, aber ich zeige dir auch Ergebnisse, wo J2EE drin steht, um da die Sprachbarriere zu schließen. Und das ist der Mehrwert der Semantik, in der Datenverarbeitung, aber dann natürlich auch in der Suche und im Matching. Ja, vielen Dank für deine Erläuterungen zum Thema Semantik. Ich für meinen Teil habe wieder etwas gelernt und insofern würde ich gerne mit dir zum nächsten Thema übergehen. Nämlich zu unserer Kooperation. Die Zusammenarbeit von Textkernel und Projekt 8 haben wir ja im Juli 2019 offiziell bekannt gegeben. Kannst du unseren Hörerinnen und Hörern bitte erläutern, was das Ziel unserer Zusammenarbeit ist? Was möchten wir gemeinsam erreichen? Sehr gerne. Also erstmal freue ich mich sehr, nicht nur, dass ich heute hier sein darf, sondern dass diese Kooperation zustande kommt. Ja, weil natürlich die Technologie, von der ich gerade gesprochen habe, die wir als Textkernel liefern, immer nur dann Mehrwert stiftet, wenn sie in Systeme integriert wird. Und integriert wird insofern, es braucht irgendwo ein Backend-System, wo Prozesse abgebildet werden und wir können an der richtigen Stelle zur richtigen Zeit die richtige Information liefern. Von daher bin ich sehr froh, mit euch einen Experten im SuccessFactors SAP-Umfeld als Partner zu haben. Und wir versuchen diesen Zirkel, den ich eben kurz beschrieben habe, entlang des klassischen Recruiting-Prozesses eben nahtlos in SuccessFactors zu integrieren und mit unserem gemeinsamen ersten
Modul, wenn ich das so sagen darf, dem Quick Apply, haben wir das ja auch erfolgreich gemacht und sogar einen Referenzkunden am Markt, der sehr glücklich über die Umsetzung dieser Lösung ist. Aber wie gesagt, dabei soll es nicht bleiben. Die anderen Umsetzungen und Module sind mehr oder weniger fertig. Ja, die Quick Apply oder Kurzbewerbung, die du eben angesprochen hast, ist ja bei unserem Referenzkunden DM Drogeriemarkt in Verwendung und in Deutschland auf der Karriereseite bereits live. Also da lohnt sich mal vorbeizusurfen und sich das Ganze im Betrieb anzugucken. Du hast auch die TextKern-Lösungen Extract und Search and Match angesprochen, die wir jetzt im zweiten Schritt anbinden werden an SAP SuccessFactors Recruiting. Kannst du uns aber im ersten Schritt nochmal etwas mehr Futter geben zum Thema Quick Apply? Was genau bietet denn diese Lösung? Ich glaube, ein ganz wichtiger Aspekt dieser Quick Apply-Lösung ist tatsächlich die Vereinfachung der Bewerbung für den Kandidaten. Ein großes Problem mit Recruiting-Systemen, und da ist jetzt nicht SuccessFactors besonders herausstehen, sondern es ist ein System unter vielen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Bewerber den Prozess stoppt, weil er an einer komplizierten Registrierungsseite hadert. Ja, er muss sich registrieren, er muss sehr komplexe Passwörter vergeben, dort überhaupt eine Möglichkeit haben, seine Bewerbungsunterlagen abzugeben. Und da bin ich sehr froh, dass ihr mit eurem Know-how diesen Schritt sozusagen verlagert habt, automatisiert habt, dass es sowas wie einen, wenn man so will, Zwischenuser gibt, der vom System angelegt wird und der Kandidat dann am Abend oder später in aller Ruhe sozusagen sein originales oder sein neues Passwort vergeben muss, so wie man es aus der einen oder anderen Shop-Lösung kennt. Man gibt die Daten raus und dann beim ersten Login muss man die Daten neu vergeben, sodass der Kandidat tatsächlich mit einem Klick sagen kann, hier ist die Quelle meiner Bewerbung, ich mache einen Upload oder ich verweise auf eine Dropbox, wenn ich gerade mit dem Handy unterwegs bin, übermittle die Daten und für mich ist es erledigt. Und erst wenn es den nächsten Schritt braucht, muss ich mich mit dem Thema Registrierung auseinandersetzen. Ich denke, Candidate Experience ist das richtige Stichwort an der Stelle. Du hast es vorhin angesprochen, die Hürde für einen Kandidaten, sich bei einem Unternehmen überhaupt zu bewerben, die wird deutlich reduziert. Auch eine mobile Bewerbung wird möglich durch Quick Apply. Ja, ein Instrument mehr im War for Talents an der Stelle. Lass uns zu unserem nächsten gemeinsamen Tool oder Modul, wie du vorhin gesagt hast, kommen, der Search and Match. Was genau hat es denn damit auf sich? Ich glaube, die Lösung schließt nahtlos an das Szenario an, was wir anfangs kurz besprochen haben. Also tatsächlich, ich habe eine Stelle ausgeschrieben, ich bekomme via Quick Apply eine Bewerbung, hoffentlich möglichst viele, damit, weil ich ja die Barriere für die Kandidaten sehr niedrig gesetzt habe, möglichst viele Kandidatendaten zu bekommen. Also setzen wir uns an der Stelle mit der Recruiter Experience aus, um zu sagen, jetzt muss der Recruiter nicht von Hand alle Bewerbungen oder nicht von Hand, aber alle Bewerbungen öffnen, alle Bewerbungen lesen, sondern hier bekommt er eben Unterstützung von Search and Match, indem wir A, die Bewerbungen gelesen haben im Hintergrund und dann nach Relevanz vorsortieren. Dass man da auch sagen kann, ich kriege sowas wie einen Relevance Score oder einen Ranking Score. Ich kann sehen, welche der Bewerbungen haben die höchste Übereinstimmung mit den Anforderungen der Stelle. Ja, und zwar inhaltlich. Nochmal, auch da sagen wir nicht, das ist der beste Kandidat, sondern dieser Kandidat oder der Inhalt der Unterlagen, die uns der Kandidat übermittelt hat, haben die höchste Übereinstimmung mit den Anforderungen der Stelle. Und dann ist der Recruiter gefragt, das im persönlichen Gespräch natürlich A zu verifizieren, aber auch die anderen persönlichen Aspekte zu überprüfen. Wobei mir bei dem von dir angesprochenen geänderten Jobprofil eines Recruiters wären, nämlich das Interpretieren dieser Daten und ja in das Gespräch einsteigen mit dem Kandidaten, das ist natürlich sehr wichtig. Exakt. Und dann folgen wir natürlich den Schritten in dem Sinne, dass wir sagen, wir sortieren als erstes nach Relevanz der eingehenden Bewerbungen. Wir können sofort sehen, gibt es alternative Jobs für diese Stelle, also auch aus dem SAP heraus. Ich bin in der Requisition und sehe die eingehenden Bewerbungen sortiert nach Relevanz. Ich kann dann schauen, Mensch, da sind ein paar spannende Bewerbungen drin, vielleicht nicht so optimal für diese eine Stelle.
kann ich mit einem Klick schauen, habe ich eine andere offene Stelle in SuccessFactors, wo dieser Kandidat vielleicht auch gut drauf passen würde. Ja, auch dann muss ich wieder interagieren, weil ich ihn nicht einfach wegschieben kann. Ja. Oder im Umkehrschluss, Mensch, ich habe gerade von meinem Hiring Manager eine Anfrage bekommen. Wir suchen einen Spezialisten in einem ganz bestimmten Segment und kann dann selbstständig sehr schnell und sehr schön mit Hilfe der semantischen Suche in SuccessFactors schauen, gibt es hier einen spannenden Kandidaten, der auf diese Anforderung passt. Also ich kann mich sozusagen in meinem SuccessFactors-System mit Hilfe einer Text-Kernel-Suche, könnte auch sagen einer Google-Suche, sehr komfortabel nach Kandidaten und Jobs informieren und die miteinander matchen. Ja, super spannend, wie ich finde. Aber das ist ja noch nicht alles. Auf unserer Roadmap gibt es ja noch ein drittes und vorerst letztes Tool, das sogenannte Labor Market Insights. Wie stellt sich das denn da? Ich glaube, das ist ein ganz, ganz spannendes Thema. Aus zwei Gründen. Ursprünglich haben wir dieses Thema gestartet als Textkernel, wirklich als R&D-Projekt. Das heißt, wir haben einen Crawler entwickelt, der alle im Web veröffentlichten Job-Postings gespeidert hat und analysiert hat, um einfach selbst Stellentitel und unseren Maschinen und Algorithmen Stellentitel, Skills, Kompetenzen beizubringen. Inzwischen machen wir das seit 6 Jahren. Das heißt, wir haben einen mehr oder weniger kompletten Überblick über die Arbeitsmarktveränderung der letzten 6 Jahre. Und diese Daten stellen wir natürlich inzwischen zur Verfügung, um Analysen zu fahren, wie haben sich Stellentitel verändert in bestimmten Branchen, in bestimmten Segmenten, in bestimmten Regionen. Wie lange sind im Durchschnitt Stellen offen? Über welche Kanäle werden sie geschaltet? Was macht vielleicht mein Wettbewerb in einer bestimmten Region? Wie sieht meine Stellenausschreibung im Vergleich zum Wettbewerb aus? Was muss ich tun, um die knappen Talente am Markt für mich gewinnen zu können? Also mit Labor Market Insights wollen wir gemeinsam eine Market Intelligence Plattform anbieten, die es Unternehmen und Recruitern ermöglicht, zu verifizieren und zusätzliche Argumente für bestimmte entweder Investitionen oder aber auch Entscheidungen zu treffen, was passiert am Markt und wie müssen wir uns aufstellen. Wenn ich das richtig verstanden habe, kann ich also mit Labor Market Insights die ausgeschriebenen Stellen, zum Beispiel in unserem Fall am Standort München im Bereich SAP SuccessFactors, analysieren und dadurch Rückschlüsse ziehen für den eigenen Recruiting-Prozess. Ist das so korrekt? Absolut. Man könnte da auch, wie gesagt, und da gibt es verschiedene Blickwinkel auf das Thema. Das hat einmal zu tun für den Recruiting-Prozess. Das kann aber auch mit strategischer Personalplanung zu tun haben oder überhaupt mit Geschäftsentwicklung zu tun haben. Man könnte sich auch überlegen, okay, wer hat denn im letzten Jahr diese Stellen gesucht und was heißt das? Ja, wenn ich jetzt überlege, wer will vielleicht in welche Richtung gehen? Ja, also nicht nur, wer sucht gerade, sondern wer hat vor 2 Jahren gesucht? Wer hat vor 3 Jahren gesucht? Was heißt das, wenn jetzt die 3 Jahre Erfahrung an irgendeinem Bereich haben? Das geht ja auch weiter im Sinne von, wer sucht denn gerade, selbst wenn ich die Personen nicht suche, kann ich mir auch Gedanken machen, okay, bleiben wir in der Automotive-Branche, der Wechsel vom Verbrennungsmotor zum Elektromotor. Wer sucht denn gerade Ingenieure rund um das Thema? Ja, und wer hat denn vielleicht vor 3 Jahren schon angefangen und ist vielleicht weiter? Also ich kann hier auch tatsächlich businessrelevante Themen analysieren, um damit auch diese Lücke zu schließen. Personal liefert Mehrwert für Business-Entscheidungen und für strategische Personalplanung. Also noch ein sehr mächtiges Instrument im Kampf gegen den Fachkräftemangel. Vielen Dank für die Erklärung. Wir sind damit auch am Ende unserer heutigen Podcast-Episode angekommen. Ich möchte mich ganz herzlich bei dir bedanken, dass du die Zeit gefunden hast, dich hier mit mir zu unterhalten. Wir haben, denke ich, einige Themen besprochen und diskutiert. Ich glaube aber auch, dass wir noch Stoff für weitere Podcast-Episoden haben werden. Insofern würde ich mich freuen, wenn wir hier nochmal zusammenkommen würden. War sehr schön, hier zu sein. Vielen Dank dafür. Und ja, freue mich auf eine Fortsetzung. Ich glaube, wir haben zusammen eine Menge zu erzählen und freue mich natürlich dann auch weitere Insights über unsere Kunden, die wir zusammen gewinnen können und deren Anwendungen hier teilen zu können. Danke. Danke. Hat Ihnen dieser Podcast gefallen? Dann freuen wir uns sehr über 5 Sterne bei iTunes. Feedback zu dieser Folge oder Themenvorschläge für künftige Episoden gerne per Mail an podcast@projekt0708.com.